Die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis wird mit P in Klammern Ereignis abgekürzt. Sie wird berechnet, indem du die Anzahl der gewünschten Ereignisse durch die Anzahl der möglichen Ereignisse teilst. Dies gilt, wenn die möglichen Ereignisse alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Wirft man beispielsweise eine Münze, so sind die Ereignisse Zahl und Wappen gleich wahrscheinlich. Sollst du beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen, dass bei einem einmaligen Münzwurf die Zahl geworfen wird, so hast du hierfür zwei mögliche Ereignisse, Zahl oder Wappen. Deshalb steht im Nenner die 2. Das gewünschte Ereignis ist die Zahl. Die taucht hier einmal auf. Deshalb steht im Zähler oben die 1. Die Wahrscheinlichkeit, bei einmaligem Münzwurf die Zahl zu werfen, ist also gleich 1,5 oder 50%. Um die Prozentzahl auszurechnen, rechnest du einfach 1 geteilt durch 2 und dann noch mal 100. In Beispiel 2 geht es um einen Würfel. Wenn es sich hierbei um einen normalen Würfel handelt, so sind alle Zahlen gleich wahrscheinlich. Mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gibt es also insgesamt 6 mögliche Ereignisse beim Wurf eines normalen Würfels. Die Wahrscheinlichkeit, eine 3 zu würfeln, beträgt damit 1 Sechstel. Denn ich habe eine 3, also ein gewünschtes Ereignis, und ich habe insgesamt 6 Würfelflächen, also 6 mögliche Ereignisse. Das entspricht 16,6%. Nun soll die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmt werden, eine ungerade Zahl zu würfeln. Die Anzahl der möglichen Ereignisse beträgt immer noch 6. Von diesen 6 möglichen Ereignissen sind 1, 2, 3 ungerade. Ich habe also 3 gewünschte Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit für eine ungerade Zahl liegt also bei 3 Sechsteln. Das ist gekürzt 1,5 und das entspricht wieder 50%. Und hier kommt eine mini kleine Übung für dich. Bestimme bitte die Wahrscheinlichkeit, bei einmaligen Würfeln eine Zahl zu werfen, die durch 3 teilbar ist. Pausiere kurz das Video und lasse es weiterlaufen, wenn du dir die Lösung anschauen möchtest. Und hier kommt die Lösung. Ich habe insgesamt 6 mögliche Ereignisse. Von den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sind die 3 und die 6 durch 3 teilbar. Die Anzahl der gewünschten Ereignisse ist also 2. 2 Sechstel ist gekürzt 1 Drittel oder im Prozent dargestellt 33,3%. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wünsche dir nun viel Erfolg beim Bestimmen von Ereignissen. Bis bald!